Das sind zwei absolut spektakuläre Thesen. Die dunkle Materie besteht aus schwarzen Löchern und eins davon ist in unserem Sonnensystem. Und dazu noch, ich konnte mit dem Autor dieser absolut spektakulären Studie ein Exklusivinterview führen, dem wissenschaftlichen Direktor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, Astrophysiker Professor Günther Hasinger. Hier also ein Video, das unser Weltbild verändern wird. Klick zum Science and Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. So, das ist jetzt der absolute Wahnsinn. Die Theorie der dunklen Materie fällt hier gerade den schwarzen Löchern zum Opfer. Und wir hatten ja schon mal darüber berichtet, denn was ein wenig verblüffend ist, die Artikel über dunkle Materie und schwarze Löcher auf Wikipedia fangen ziemlich ähnlich an. Aber das ist nur ein Indiz ganz am Rande. Aber bisher gab es einfach zu wenige schwarze Löcher, um die dunkle Materie damit zu erklären. Das ist jetzt anders. Ja, also wir finden eben eigentlich an allen möglichen Stellen schwarze Löcher, wo wir sie bisher nicht vermutet haben. Günther Hasinger ist nicht irgendwer. Der deutsche Astrophysiker ist seit Ende 2017 Direktor für den Bereich Wissenschaft bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA und somit koordiniert er Forschungsprojekte von mehr als 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Zusammen mit seinem Forschungsteam am Institut für Astronomie der Universität Hawaii hatte er unter anderem das mysteriöse rund 400 Meter lange Objekt entdeckt, das von der Form her an eine Zigarre erinnert und das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann Oumuamua nannten. Das Spezialgebiet und die absolute Leidenschaft von Günther Hasinger aber ist die Röntgenastronomie. In den vergangenen Jahren hat er an einigen Röntgensatelliten mitgearbeitet und deren Daten ausgewertet. Dazu hatte er selbst mal vor 2 Jahren gesagt, meine größte Leistung war, dass ich mit diesen Satelliten sehr, sehr lange auf irgendwelche leeren Flecken am Himmel geschaut und dabei tausende schwarze Löcher entdeckt habe. Und genau das bringt den Astrophysiker jetzt dazu, eine wirklich spannende und äußerst waghalsige These aufzustellen, die im krassen Gegensatz zu der klassischen Urknalltheorie steht. Kurz gesagt geht Günther Hasinger davon aus, gleich mehrere der zahlreichen Geheimnisse da draußen im Universum gelüftet zu haben. Und dabei sieht er schwarze Löcher mit völlig anderen Augen als alle anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor ihm. Sind diese mysteriösen Objekte, denen wir bislang noch nie so richtig auf die Schliche kommen konnten, also die Antwort auf mehrere bislang ungelöste Rätsel des Universums. Sein aktueller Aufsatz ist jetzt im Fachmagazin Journal of Cosmology and Astroparticle Physics erschienen und im Großen und Ganzen beschreibt der Physiker hier eine alternative Entstehungsgeschichte von Sternen und Galaxien. Denn er ist davon überzeugt, dass zuerst schwarze Löcher entstanden sind und zwar nur wenige Sekunden nach dem Urknall. Die Rechnung, die ich dann angestellt habe, war, wenn es diese primordialen schwarzen Löcher gibt, also wenn die in den ersten 2 Sekunden nach dem Urknall entstanden sind, dann flitzen die durch die normale Materie durch. Und die normale Materie fällt dann auch ab und zu mal drauf und erzeugt Licht. Also so ein schwarzes Loch verrät sich ja dadurch, dass der letzte Hilfeschrei der Materie, kurz bevor es drauf fällt, reinfällt und dann für immer verschwunden ist. Der letzte Hilfeschrei wird in Form von Röntgen- und Infrarotstrahlung ausgesendet und das können wir sehen. Eine absolut bahnbrechende These und sie ist eben mit Daten belegt. Man kann sie durch die Materie, die in sie fällt, sehen. Hammer! Dass Günther Hasinger als alter Hase und Wissenschaftsdirektor der ESA überhaupt selbst noch aktuelle Forschung betreibt, hängt mit der aktuellen Corona-Zeit zusammen. Er hält sich nämlich nicht an seinem eigentlichen Sitz in Madrid auf, sondern hier in Berlin, wo ich ihn getroffen habe. Und dort hatte er Zeit, sich mit dem spannendsten Thema überhaupt auseinanderzusetzen, dem Ursprung der schwarzen Löcher. Unter anderem analysierte er Tag für Tag und Nacht für Nacht die Daten und Ergebnisse, die er während seiner Karriere mit Hilfe des Keck-Observatoriums auf Hawaii und mit Hilfe von Weltraumteleskopen erlangt hat. Im Fokus seiner Analyse aber standen die Messungen, die der amerikanische Satellit Chandra geliefert hatte. Bereits vor einigen Jahren gelang Günther Hasinger mit diesem erdumkreisenden Observatorium bereits eine äußerst spannende Entdeckung. Und zwar spürte er Röntgensignale auf, die seiner Analyse zufolge von besonders massereichen schwarzen Löchern ausgegangen waren. Mit Hilfe von Chandra hatten die Fachleute tatsächlich eine Art Strahlungsrübse aufgefangen. Diese entstanden dann, wenn die supermassiven schwarzen Löcher alles das verschlangen, was ihnen zu nahe kam. Und das war eine ganze Menge
Menge an Staub und Gas. Und bei seinen Analysen stellte der Astrophysiker etwas Ungewöhnliches fest. Die Röntgenblitze waren seinen Berechnungen zufolge bereits in der Frühzeit des Universums ausgesandt worden. Laut der klassischen Urknalltheorie kann das aber keinesfalls so sein, denn demnach entstehen schwarze Löcher aus uralten, ausgebrannten Sternen. Aber zahlreiche Beobachtungen können nur mit primordialen schwarzen Löchern, also schwarzen Löchern, erklärt werden, die kurz nach dem Urknall entstanden sind. Also es gibt einfach an verschiedensten Stellen Phänomene, die wir uns nicht erklären können, wo schwarze Löcher eine Rolle spielen, die da sind, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Und genau, diese primordialen schwarzen Löcher könnten das alles erklären. Kurz nochmal zum Verständnis. Laut der klassischen Urknalltheorie ist das Universum quasi aus dem Nichts entstanden. Ganz am Anfang war es kleiner als ein Atom. Eine ultraheiße Energiekugel blitzte plötzlich auf und entwickelte sich in rasender Geschwindigkeit zu einer kosmischen Größe. Dabei entstanden dann auch Zeit und Raum. Die Plasmasuppe erkaltete nach und nach und es bildeten sich Materieschwaden, aus denen dann Sonnen und Planeten hervorgingen. Doch auch Sterne werden nicht nur geboren, sondern sterben auch. Wegen der extremen Schwerkraft fallen die Sterne nach ihrem langen Leben in sich zusammen, wenn sie keinen Brennstoff mehr haben, um die Kernfusion aufrechtzuerhalten, die verhindert, dass die Sterne zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Zurück zu den aktuellen Forschungsergebnissen von Günter Hasinger, der nicht nur über das hohe Alter der schwarzen Löcher extrem verwundert war, denn auch die extreme Masse der schwarzen Löcher ist laut den bisherigen Ansichten der Wissenschaft nicht wirklich nachzuvollziehen. Demnach verschlucken schwarze Löcher zwar unablässig Staub und Gas, doch müsste es eigentlich ja Milliarden dauern, bis sie so extrem massereich werden. Beide Beobachtungen machten Günter Hasinger also extrem stutzig. Seiner Ansicht nach kann es dafür nur eine Erklärung geben. Schwarze Löcher entstehen demnach also gar nicht ausschließlich aus sterbenden Sternen, sondern direkt aus der Urmaterie. Vor allem in den Regionen, in denen besonders viel Urmaterie herumwaberte, konnten sich also schwarze Löcher bilden. Davon ist Günter Hasinger überzeugt. Er ist sich sicher, dass schwarze Löcher im gerade frisch entstandenen Universum die ersten und für einige lange Zeit auch die einzigen Himmelskörper waren. Wow. Physikalisch gesehen ist das übrigens durchaus vorstellbar. Das gesamte Szenario wäre denkbar, wenn sich die Materie bereits in den ersten 2 Sekunden nach dem Urknall in schwarze Löcher verwandelt hätte. Dabei könnten schwarze Löcher verschiedenster Größen entstanden sein. Mini-kleine Löcher, nur einige Zentimeter groß, aber auch extrem große schwarze Löcher. Falls Günter Hasinger damit tatsächlich recht behalten sollte, wäre das eine riesige Sensation, die unser komplettes Bild des Universums über den Haufen werfen würde. Und zwar mit weitreichenden Konsequenzen. Eine davon beispielsweise wäre, dass es sogar in unserer Milchstraße von schwarzen Löchern nur so wimmeln müsste. Laut dem Astrophysiker könnten es sogar mehr als sichtbare Sterne sein. Sie wären überall. Schwarze Löcher könnten uns also viel näher sein, als wir bislang angenommen hatten. Und tatsächlich hatten bereits Studienergebnisse aus der Vergangenheit darauf hingewiesen. In diesem Kontext gab es Anfang diesen Jahres sogar noch eine spektakuläre Entdeckung, ein gigantisches Schwerkraftmonster direkt in unserer kosmischen Nachbarschaft. Den Fachleuten zufolge handelte es sich hierbei um ein schwarzes Loch, das nur 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dazu schreibt das Autorenteam. Wir waren völlig überrascht, als wir feststellten, dass dies das erste Sternsystem mit einem schwarzen Loch ist, das man mit bloßem Auge sehen kann. Dieses System enthält das der Erde nächstgelegene schwarze Loch, von dem wir wissen. Bei dieser Entdeckung handelt es sich also um eine echte Premiere und um das nächstgelegene schwarze Loch, das jemals aufgespürt werden konnte. Und das, obwohl uns eine Distanz von 1000 Lichtjahren trennt. Im wirklich unvorstellbar großen Weltall ist diese Strecke aber wirklich minimal und umfasst gerade einmal unsere erweiterte Nachbarschaft. Das wird sehr gut deutlich im Vergleich mit dem schwarzen Loch namens Sagittarius A Stern, das im Zentrum der Milchstraße schlummert. Dafür gab es ja gerade den Physik-Nobelpreis, also für die Entdeckung. Die Entfernung zur Erde beträgt in diesem Fall ganze 26.000 Lichtjahre. Und diese spektakuläre Entdeckung könnte nach Ansicht des Astronomieteams nur die, Zitat, Spitze des Eisbergs sein. Möglicherweise existieren in unserer kosmischen Nachbarschaft noch viele weitere Schwerkraftgiganten. Dazu schreibt das Forschungsteam, es muss hunderte von Millionen schwarzer Löcher geben, aber wir wissen nur von sehr wenigen. Wenn wir wissen, wonach wir suchen müssen, sollten wir besser in der Lage sein, sie zu finden. Ein polnisches Forschungsteam hatte im vergangenen Jahr 2019 sogar Dutzende kleine schwarze Löcher in unserer Nachbarschaft gesehen. Diese sind nur ein paar tausend Lichtjahre von der Erde entfernt. Entdeckt wurden diese schwarzen Löcher, da sie den Weltraum stark verkrümmen, sodass die dahinterliegenden Sterne heller erscheinen, als sie tatsächlich waren. Die Objekte, die für diese Raum
Raumkrümmung verantwortlich sind, aber konnten nicht identifiziert werden. Gewöhnliche Sterne scheiden somit aus und lediglich schwarze Löcher kommen somit als Verursacher in Frage. Und es gab auch bei einer von diesen Mikrolinsenbeobachtungen, die das Subaru-Teleskop in Hawaii an dem Andromeda-Nebel vorgenommen hat, gab es ein Ereignis, das so aussah, als würde ein Planet vorbeiziehen. Aber das war ein schwarzes Loch. Das heißt also, auch planetare schwarze Löcher könnten im Prinzip mit von der Partie sein. Doch auf den ersten Blick bleibt offen, warum diese sehr leicht sind und kaum mehr wiegen als die Erdensonne. Den bisherigen Theorien der Physik zufolge müssen Sterne mindestens 8-mal so schwer sein wie die Sonne, damit sie sich an ihrem Ende in schwarze Löcher verwandeln. Doch dies könnte mit Hilfe von Günther Hasingers Theorie erklärt werden, denn falls diese schwarzen Löcher sich nicht durch Sternleichen entwickelt haben, sondern aus kollabierender Urmaterie, könnten auch sehr leichte schwarze Löcher das Ergebnis sein. Und dann gibt es eben noch diese faszinierenden Spekulationen, ob es nicht sogar schwarze Löcher von Planetenmassen gibt. Also in der Theorie kommen nicht nur schwarze Löcher, die so schwer sind wie ein Stern, oder diese LIGO-schwarzen Löcher oder auch die supermassiven schwarzen Löcher, die kommen alle raus. Aber es kommen auch welche raus, die ungefähr so schwer sind wie ein Planet, wie die Erde. Die wären nur ungefähr 1 Zentimeter groß. Und da gibt es 2 Phänomene, die wir jetzt gesehen haben. Das eine: Es wird im Sonnensystem ein 10. oder 9. Planet vermutet, Planet X, der sich nur dadurch bemerkbar macht, dass er die Bahnen der Asteroiden irgendwie so wie so ein Schäferhund herum zu schieben scheint. Und nach dem haben wir jetzt schon jahrelang gesucht und ihn nicht gefunden. Und da gab es also jetzt die Spekulation, ob das vielleicht auch ein schwarzes Loch sein könnte. Das wäre dann nur faustgroß, also ein 10 Erdmaßen schwarzes Loch. Wow, Planet X oder 9 wäre gar kein Planet, sondern ein winziges schwarzes Loch. Und Günther Hasinger setzt sogar noch einen drauf. Denn der Astrophysiker ist überzeugt davon, zudem auch noch das mysteriöse Rätsel der dunklen Materie gelöst zu haben. Er ist der Meinung, dass wir die dunkle Materie schon längst gefunden haben, und zwar, Achtung, in Form dieser schwarzen Löcher. Seine Berechnungen nämlich ergeben, dass die gesamte Masse aller schwarzen Löcher, die sich im Weltall befinden, in etwa demjenigen Wert entsprechen, den Fachleute für die dunkle Materie errechnet hatten. Ja, also das ist eigentlich mehr oder weniger der Ausgangspunkt dieser Theorie, dass man am Anfang des Universums einen Prozess hat, wo direkt nach dem Urknall Teile des Universums zusammenstürzen zu schwarzen Löchern. Und die würden gerade, wenn man jetzt das ausixt, wie viel man braucht, um diese Signale zu sehen, also LIGO oder auch unsere Fluktuationssignale, die würden gerade so viel sein, dass sie die dunkle Materie ausmachen könnten. Das ist wirklich der absolute Hammer. Falls Hasinger recht behält, würde dies also auch das Ende der bislang unentdeckten Elementarteilchen bedeuten, die Fachleute als eine der aussichtsreichsten Kandidaten für die dunkle Materie erklärt hatten. Die Rede ist von den sogenannten WIMS. Hasingers Idee ist also, dass nicht bislang unentdeckte Teilchen für den Zusammenhalt des Universums verantwortlich sind, sondern schwarze Löcher. Und genau die haben Hasingers Ansicht auch dafür gesorgt, dass es uns überhaupt gibt. Denn erst schwarze Löcher haben demnach die Geburt von Sternen und Galaxien ermöglicht. Ich bin absolut geflasht. Jetzt gibt es nur 2 Möglichkeiten. Die Theorie bricht wie ein Kartenhaus zusammen, oder ich habe gerade einen zukünftigen Nobelpreisträger interviewt. Allerdings ist Letzteres nicht ganz unwahrscheinlich, denn alle bisher erhobenen Daten, alle Beobachtungen bestätigen zusammengenommen seine These. Ich bin erstmal absolut baff und kann nur noch sagen, bis dann. Bleibt dran.